Hallo, ich bin Francesca. Wir sind immer noch in Mailand und heute scheint die Sonne. Wir haben Glück. Wir sind immer noch im Zentrum, das ist Castello Sforzesco. Und heute ist der Tag der FAI. FAI ist eine No-Profit-Organisation, die zur Förderung von Kultur und Landschaft tätig ist. Und ich bin unterwegs mit einer Freundin aus London und wir machen einen Rundgang. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Albergo Diurno Venezia hier in Mailand. Es war damals eine unterirdische Anlage, wo die öffentlichen Badewanne waren. Und für rund 30 Jahre hat es zugehabt und jetzt ist es wieder offen, dank der FAI. Und man kann diesen Ort nur mit dem FAI und mit Touren besichtigen. Es ist ein vergessenes Juwel. In dieser Anlage waren die öffentlichen Badehäuser von Mailand. Aber hier gab es alles. Es gab ein Fitnessstudio, ein Kosmetikstudio, sogar einen Google-Service oder ein Reisebüro. Schöner Rundgang und mehr Infos zur FAI auf meinem Profil. Und wir sind jetzt auf der Terrasse auf dem Dom und wir essen. Gar nicht billig, aber trotzdem schön. Liebe Grüße aus Bezirk 1 und wir sehen uns auf dem nächsten Video.